Ja, hallo. Ich möchte Ihnen hier diesen Schreckschussrevolver Modell Viper vorstellen. Der ist neu auf dem Markt und der ist in der Anschaffung recht günstig. Und das Besondere ist hier, dass man halt eine Trommel aus Stahl hat. Das macht den Revolver also sehr langlebig und haltbar. Bei vielen günstigen Modellen sind die Trommeln aus Zinkdruckguss und fassen nur 5 Schuss. Bei diesem Modell aber ist die Trommel halt aus Stahl und da passen 6 Patronen rein. Übrigens können Sie mittels einem Magneten auch recht gut überprüfen, ob das bei Ihrer Waffe wirklich Stahl ist oder eben nicht. Die Bedienung von Gasrevolvern habe ich in einem anderen Video schon sehr umfangreich beschrieben und erklärt, deswegen möchte ich da jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen. Beim Entladen hält man am besten die Hand runter und für festsitzende Patronenhülsen hat man in der Trommelachse einen Ausstoßer. Wenn man also die Achse reindrückt, dann kommt ein Ausstoßerstern heraus und schiebt die Patronenhülsen heraus. Beim Schießen kann man halt den Hahn vorspannen oder mit dem Zeigefinger kräftig durchdrücken. Also den Abzug durchdrücken und dabei dreht man die Trommel weiter und löst zuletzt den Schuss aus. Das geht aber deutlich schwerer und wenn man vorspannt, geht es leichter. Wenn man die Waffe aber gespannt hat und das Schießen unterbricht, dann darf man die Waffe nicht einfach so wegstecken, weil sich ja sonst leicht ein Schuss lösen könnte. Man muss die Waffe also erstmal entspannen und dazu hält man den Hahn fest, betätigt den Abzug und lässt den Hahn langsam nach vorne. Hier zeige ich Ihnen die vernickelte Ausführung. Obwohl mir eigentlich schwarze Waffen besser gefallen, ist es in diesem Fall so, dass mir der vernickelte Revolver hier mehr zusagt, weil die Beschriftung dezenter wirkt. Bei der schwarzen Ausführung ist sie halt weiß zu sehen, weil die halt eingelasert ist und bei der vernickelten ist das nur dezent mit der Beschriftung. Ja, die Waffen machen einen sehr robusten und zuverlässigen Eindruck. Die Mechanik läuft sehr angenehm, weich, also nicht kratzig und schwer wie bei anderen günstigen Modellen. Also ich denke schon, dass Sie hier für den Selbstschutz oder für Signalgebung eine recht günstige Waffe erwerben könnten. Zum Lieferumfang gehört auch bei diesen Modellen der Abschussbecher für Signalsterne oder Pyrotechnik. Der wird vorne eingeschraubt und wenn Sie ihn verwenden, können Sie halt mittels einer Platzpatrone dann vorne den Leuchtstern abschießen. Ja. Die Revolver haben Läufe mit 2,5 Zoll Länge. Das ist ganz angenehm. Länge hätte in diesem Fall wenig Sinn. Sie können ja hier halt Platzpatronen verschießen oder Gaspatronen, das sind dann halt Platzpatronen mit Wirkstoff für den Selbstschutz und zum Lieferumfang gehört auch diese Reinigungsbürste. Jo, und es gibt auch Pistolen von dieser Marke, sehr günstig. Dazu habe ich auch gerade ein Video in Arbeit und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.